Die alten Schriften stimmen. Du schaust gerade Splatoon 2 bei Weehawk. Ja, ein Level fehlt noch. Level 27 ist das letzte, bevor wir schlussendlich den finalen Bosskampf angehen können. Was mag uns dort erwarten? Ein Octoling-Hinterhalt in der Muluskelbude. Herr Muluskel, Herr Molustig. nie lustig, egal. Herr Luskel, was? Egal, komm, wir machen jetzt Octoling-Brei aus Octolingen. Lecker. Diese Octolinge wissen wirklich nicht, wann Schluss ist. Außerdem wächst denen Gras auf dem Kopf. Was soll denn das? Egal. Wir haben vom letzten Mal noch unseren Roller dabei, aber ich finde das auch ganz cool. Ich mach das jetzt einfach mal mit dem. Ja! So. Das können nämlich knallharte Fights werden hier. Ja, mit meiner alten Sommerliebe, dem Klecksroller, sollte das doch hinhauen. Ja, ich mache hier auch gar nicht lang rum. So, schnurstracks werden jetzt hier die Mini-Elektrowälse eingesammelt. Zwei Hammer abgehakt. Einen Octoling gekillt. So, zwei Octolinge gekillt. Und damit sollte sich doch was machen lassen. Natürlich gucken wir immer mal wieder so ein bisschen in die Kisten rein. Ich werde jetzt aber hier nicht explizit nach Schlüsseln suchen, weil sonst dauert das wieder viel zu lang. Ja, ich will den Bosskampf machen, den Endboss. Mir juckt schon in den Fingern, auch wenn mir nichts Positives schwant. Aber, ja, das wird ein knallharter Fight hier. Oh shit, oh shit, oh shit. So, erstmal weg hier. Erstmal in Sicherheit bringen. Lass mich doch mal in Ruhe, was soll denn das? So, was hast du davon? Ha! Den schnappe ich mir vorher. Verdammt, ich muss fliehen. Vielleicht sollte ich doch nicht zu offensiv an die Sache rangehen. Sonst geht das rucki-zucki in die Hose. Muss ja auch nicht sein. Dann lieber langsam und gemütlich und vor allem vorsichtig im Stealth-Modus. Naja, 3 von 8, das ist schon mal ein Anfang. Ja, danke, das motiviert mich. Du musst nicht jeden Mini-Elektrowels kommentieren, Melone. Das ist schon in Ordnung. Diese Melone. Ja! Geplättet. Da bist du platt. So. Oh, ein Schild. Ein Schild ist immer gut. Nimm das. Und du das. Und du. Uiuiui. Hier muss ich nochmal kurz abhauen. Dass die da zu zweit stehen, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ah, macht ja nichts. So, da hinten ist der Octoling noch am Rumspritzen. Wo schießt du eigentlich hin? Was soll das eigentlich? Färbst du ein? Das ist doch kein Revierkampf hier, auch wenn das so ein ähnliches Prinzip ist. Gut. Machen wir erstmal das Paketchen hier. Paket? Kiste hier kaputt. So eingepackt wie ein Paket. So wie man ein Paket eigentlich einpacken sollte. Und selbst dann sagen diverse Paketdienste wahrscheinlich, nein, müssen wir ablehnen, den Schaden, mangelhafte Verpackung. Es wurden nur 1 Million Lagen drum gemacht, es wird aber mindestens 1.001.000 Lage empfohlen. Und egal. Ja, ja, die guten Paketdienste. So, egal. Kümmern wir uns nicht darum, kümmern wir uns um Mini-Elektrowälse. Mini-Maus. Oh, Junge. Das ging in die... Das hätte ich nicht machen dürfen. Ich hatte gehofft, ich könnte sie jetzt mit den Raketen überraschen, aber... Ja, das war jetzt einfach nur dämlich, da stehen zu bleiben. Dann doch lieber auf andere Art und Weise. Dann lieber so. Ja. So, 5 von 8. Ha, und noch ein Octoling fertig gemacht. Das hat sich sogar gereimt. 5 von 8 und den Octoling fertig gemacht. Ich werde noch hier ein wahrer Dichter. Ausgehen bei mir nun die Lichter. Denn sie werden mich wohl fertig machen und danach über mich lachen. Doch wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ja, denn du wirst nun in Peace resten, weil ich dich
mit meinem Denglisch voll fertig mach, sodass ich dann über dich lach. Guten Tag! Hör auf jetzt! So. Wieso sage ich hör auf jetzt? Also zu dem Octoling. Nicht zu mir, keine Sorge. So arge Selbstgespräche führe ich jetzt auch nicht. Das, keine Sorge, es ist, so weit ist es noch nicht. Bist du sicher, Weehawk? Ja, außerdem, warum nennst du mich Weehawk? Du steckst doch in meinem Körper. Wir sind doch Rüdiger. Wir sind doch beide Rüdiger. Ach ja, du bist vielleicht Rüdiger. Ich bin Weehawk. Ach ja, Weehawk. So ist das also. Du glaubst also, du könntest dir einfach hier einen coolen Nickname verpassen, während du in meinem Körper steckst? Ja, hast ein Problem damit? Nein, habe ich natürlich nicht. Aber Tatsache ist, dass wir beide wohl Rüdiger sind. Hey, wenn ich mich Weehawk nennen möchte, dann nenne ich mich Weehawk. Okay, ich höre schon auf. So. So. Octolinge, Mini-Elektrowelse, sammeln. Das ist unsere Aufgabe. Also nicht Octolinge sammeln, den müssen wir schön ausweichen. Komm her, du. So, das war's für dich. Das hast du davon. Niemand überrascht mich aus dem Hinterhalt. Aber nicht hier jetzt schizophren werden. Das sollte nicht eigentlich die... Oh, das Item. Das sollte nicht die Aufgabe für heute sein. Unsere Aufgabe sollte sein, das letzte Level so gut es geht abzuschließen, um dann zum Endboss vorzudringen. Ich bin schon echt gespannt. Ich freue mich da wie Bolle drauf. Auch wenn ich irgendwie befürchte, keine große Chance zu haben am Anfang. Aber hey, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Splatoon ist ein Spiel, wo ich mich gerne reinfuchtel. Tatsächlich. Ich habe Spaß hier. Auch wenn nach wie vor natürlich der Online-Modus mehr was für mich ist. So, und einer fehlt noch. Okay. Und da hinten sehen wir ihn auch schon. Hm, ein Ticket. Wie kommen wir denn daran? Ich glaube, ich muss jetzt hier sowieso erstmal abhauen. Ach, verdammt, an dieser Ziegelwand bleibt natürlich die Farbe nicht. Ah. Erstmal Raketen holen. Lass mich in Ruhe. So, was sollte dich... Och nee, komm. Echt jetzt? Da mache ich dich eben so platt. Na, nein, 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 nein. Weg, 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 weg. Doch, lieber weg. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Alles gut, ich hab's verstanden. Du bist mir überlegen. Wenn das so ist. Dann werde ich wohl die Trampolindinger hier nutzen müssen, oder? Eine Gemeinheit. So, komm jetzt her. Oh, das ist riskant, was ich hier mache. Das ist sehr riskant, was ich hier mache. Eieieiei. Das ist nicht gut. Okay. Da ist der Octoling. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Der passt ja auf wie ein Schießhund hier. Schande. Du bist Schande. Dann schnapp ich mir eben den Elektrowelt. Oh. Oh, halt. Quatsch. Oh, Idiot. Da war doch das Ticket. Ich habe das Ticket vergessen. Och, nö. Egal, deswegen gehe ich jetzt nicht nochmal zurück. Gut, Level 27 ist geschafft. Wir haben kein Ticket gesehen. Es gab gar kein Ticket. Das war nur eine Einbildung. Oh Gott. Und jetzt, Leute, geschieht es. Das Bosskesselportal. Es erscheint. Dort befindet sich der finale Boss. Und er pfeift schon ganz komisch. Das wird böse. Gehen wir es an. Gehen wir es an. Der finale Bosskampf von Splatoon 2. Ist das womöglich der letzte Part des Heldenmoduses? Bevor Splatoon 2 in seine verdiente Pause geht? Oh nee, auch keine Waffen vorgehauen. Nicht so, was soll denn das sein? Ja, wie eine dumme. Ist er ein Tacker oder was? Komm, ich will lieber hier mit meiner richtigen Waffe kämpfen. Bomb Rush Blush der Herzen. Das klingt gut. Auf geht's, Nummer 4. Oh Gott, was mag mich erwarten? Da vorne ist sie. Die einzig wahre Aioli. Nein, das ist sie nicht. Das ist der Holzmichel.
Lebt denn der alte Holzmichel noch? Aber warum nur? Holzmichel noch, Holzmichel noch. Entschuldigung, da muss ich euch eben zwingen, mich in Ruhe zu lassen. Hey, DJ! Das war ein bisschen zu maskulin, die Stimme für Aioli. Na egal. Oh oh. Ein Riesen-Elektrowälz. Octo-Tyrann, A-Mix. DJ Octario featuring Aioli. Oh, ich habe Aiolis Gehirn geremixt. Legen wir los. Bomb Rush Blush. Zeit für ein paar fette Beats. Okay. Gut. Müssen wir aufs Händchen ballern? Vielleicht? Ja, sieht so aus. Aua. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Natürlich verlieren wir dadurch sofort unsere Rüstung. Es wird böse. Ja, gut. Weiter so, Nummer 4. Oh Gott, das ist schwer auszuweichen. Und da kommt das Händchen. Yippie! Und da kommt das andere auf. Oh, Mist. Da hätte ich mich früher drauf einstellen müssen. Seine Drehschläge können nicht abgewehrt. Sind wir hier bei Arms? Oh, verdammt. Sind wir hier bei Arms? Was für ein geschickter Schachzug, Nintendo. Das Original Arms will ja eh keiner kaufen. Oh mein Gott, wir sind hier wirklich bei Arms. Also wenn es diesen Endboss als freischaltbaren Charakter bei Arms geben sollte, hole ich mir das Spiel. Heiliges Blechle. Das ist ja übel. Oh je. Ein wirklich geschickter Schachzug, Nintendo, hier Arms einzubauen. In gewisser Weise erinnert das halt daran. Oh oh. Oh, lass mal. Keine Bomben jetzt hier. Los, Octario. Was? Bringt mir das auch irgendwann mal was? Au! Verdammt! Das habe ich jetzt verwechselt. Das war ja dieser Drehschlag. Ah! Was? Nein! Egal, wir haben ja noch 2 Leben. Probieren wir es mal weiter. Okay. Geht jetzt wieder alles von vorne los? Sieht fast so aus. Oh ey. Ah. Ich muss schneller auf die andere Hand wechseln, sonst wird das nichts. Oder ausweichen zur Not. Ah. Okay, das war jetzt richtig dämlich. Das war jetzt richtig dämlich. Das ist hektisch. Schwierig. Wie auch immer. Probieren wir es weiter. Wirkt eigentlich gar nicht so schwierig, aber naja, man muss sich halt drauf einstellen. Das ist allerdings nicht so ohne hier. Ah, okay, jetzt kommt er wieder mit dem Patschehändchen. Und jetzt auf das andere. Und das hat immer noch nicht gereicht. Mann, diese Waffe ist aber auch doof. Drehschläge? Nein! Ich wusste jetzt nicht, wie ich da ausweichen soll, verdammt. Schade. Und wir haben noch nicht mal den ersten Checkpoint geschafft. Egal, komm. Beim nächsten Mal läuft's besser. Hundertprozentig. Okay, oh, Bomben, 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 nein! Oh, weg, weg, weg! Okay, neues Spiel, neues Glück. Wir lassen uns doch nicht von dem Typen hier fertig machen, komm. So, auf geht's, Nummer 4. Aioli, mach dich auf die Trachtprügel deines Lebens gefasst. Hey, Mr. DJ. Und, yeah. Na dann. Und weiter geht's. Ha! So, was kommt jetzt? Natürlich die Bomben! Das hätte mich beinahe erwischt. Oh, Drehschlag, Drehschlag! Boah, das ist so schwer auszuweichen. Okay,
Ich weiß schon, warum ich Arms nicht mag. Der Bosskampf beweist es mir wieder. Oh oh. Oh oh. Weiter geht's. Und wieder Drehschlag, dann lieber weg hier. So komm, fahr das Patscherhändchen aus. Ja. Und. Ja. So. Jetzt krächt dich mal wieder ein, Aioli. Oh, pfuh, weg da. Duschen sind nicht nett. Mir langt's, wenn ich einmal im Monat dusch. Und ich hab schon. Ja. So, Patscherhändchen hergeben. Na, geht doch. Na, geht doch. Boah, das war knapp. Und da ist Octario. Das war's. So, Phase Nummer 2. Checkpoint. Ach ja, richtig, richtig. Der geht jetzt in die Luft. Okay. Oh, shit. Was soll das eigentlich sein? Was zur Hölle? Mann, das lenkt mich voll ab. Egal, nicht treffen lassen jetzt hier. So, dann lieber ein bisschen abwarten. Boah, der Drehschlag. Oh, 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 oh. Oh. Diese Bomben sind noch fieser. Und da kommen sie. Oh, verdammt, das war der Drehschlag. Damit habe ich nicht gerechnet gerade. Das hat mich jetzt eiskalt erwischt. Dick Move, Octario. Dick Move. So, jetzt darf ich schon wieder weiter ausweichen. Sieht nicht gut aus für mich. Komm, aber diesmal müssen wir es doch langsam mal packen. Yes! Und dich! So. Das wäre geschafft, aber... Noch haben wir es nicht ganz hinter uns gebracht. Das wäre das erste Mal, dass ich den dritten Checkpoint erreiche. Und dann dürften wir es ja eigentlich geschafft haben. Verdammt, aber der zweite Checkpoint ist heftig. Kampflos ergibt sich das Vieh nicht. Hm. Oh oh. Yes. Und yes. Schaut gut aus. So, ich schätze mal noch einmal. Verdammt, den zweiten habe ich nicht gekriegt. Aber dann sollten wir die dritte Phase gleich geschafft haben und da konnte ich nicht mehr ausweichen. Verdammt. Oh je. Weiter geht's. Die Aioli da im Hintergrund. Au! Ich sollte mich konzentrieren. Aioli da im Hintergrund tanzt auf den Monitoren. Das ist schon ziemlich cool. Also die Stage gefällt mir. Ja! Generell hat der Kampf hier ziemlich viel Style, aber er ist echt nicht einfach. Das ist eine ziemliche Geduldsprobe hier. Ja. Okay, weiter geht's. Raus mit deinen Ärmchen. Ah, da musste ich jetzt ausweichen. So, jetzt aber. Und... Immer noch nicht. Okay, scheinbar noch einmal. Und dann bin ich gespannt, was mich beim dritten Checkpoint erwartet. Aber erstmal da... Verdammt. Verdammt. Ah. Boah, war das knapp. Erstmal da hinkommen. Oh, Drehschlag. Puh. Beinahe wäre es um mich geschehen gewesen. Und ich rede schon von der dritten Phase. Soweit sind wir noch lange nicht. Ja. Okay. Aber immerhin, er muss sich auch schon ganz schön anstrengen, um mich zu treffen. Und der Drehschlag! Aber da ist Octario. Sehr gut, warum auch immer er hier jetzt ist. Dritte Phase erreicht. Und da kommt Melo... Oder? Ja, da kommt Melone, wusste ich's doch. Oh shit. Ja, schieß Aioli ab! Schieß sie ab! Headshot! Wow, guter Schuss. Sehr gut.
Okay, solange Aioli benommen ist, nehmen wir uns DJ Octario vor. So, Kumpel. Hochgeschwindigkeitsmodus. Obi den nett. Obi den nett. Das muss jetzt nett sein. Nett noch schneller als vor... Oh Gottes Willen! Das war nicht gut. Wie bin ich denn nach vorne gegangen? Ah, oh. Okay. Nicht nervös werden jetzt. Nicht nervös werden. Wir haben es gleich geschafft. Dann ist es um DJ Octario geschehen. Und wir haben Splatoon 2 geschafft. Aioli wird nicht mehr länger unser Feind sein. Nur noch Octario fehlt. Also, nochmal alles in diesen Kampf reinlegen, was wir haben. Egal, du kriegst mich nicht. Und selbst wenn, ich habe nur 3 Leben. Was willst du da ausrichten, Octario? Jetzt ist Schluss mit dir. Ja! Den habe ich zu spät als Drehschlag kommen sehen, verdammter Mist. Okay, weg, 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 weg! Boah! Okay. Heiliges Blechle. Du kriegst mich nicht. Vielleicht kriegst du mich doch. Das weiß man nie. Bevor das Ende des Tages nicht erreicht ist. Hilfe! Oh nee, komm, damit brauchst du mir jetzt gar nicht... Oh, die haben mich nicht erwischt. Sie haben mich nicht erwischt. Sehr gut. Und Dusche. Und ich schaffe es einfach nicht auszuweichen. Das gibt es doch nicht. Wie oft hat der mich jetzt eigentlich schon geduscht? Das kann doch nicht so schwer sein. Okay. Jetzt ist Schluss mit dir. Na, dann komm mal her. Gib das Patschehändchen. Ja, immer auf die Fresse. Immer mitten in die Fresse rein. Oh Gott. Und Drehschlag ausweichen. So, ein weiterer Treffer für uns. Komm her, Octario. Fast. Na komm her. Oh, jetzt hör doch auf, diese Mistdinger da zu werfen. Obwohl die irgendwie lecker aussehen. Oh, das war's. Da ist Octario. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Yay! Komm schon, Aioli. Ah, wie schön. Sie sind wieder vereint. Aber Octario scheint noch nicht besiegt zu sein. Verdammter Mist. Goldfischkanone. Oh, Operation Goldfisch kann also beginnen. Na dann, zeig, was du mit der Goldfischkanone anrichten kannst. Okay, dann gehen wir es jetzt an. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Komm her,